herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Commander Hering Shepard. Scheiß Wetter hier, ganz ehrlich. Wir spielen Mass Effect 2 weiter. Wir befinden uns auf dem Schiff des Shadow Brokers und versuchen uns irgendwie Zutritt zu verschaffen, um den Freund von Liara zu finden und eventuell mal so ganz zaghaft bei dem Shadow Broker so anzuklopfen und zu sagen, du. Also, das, was du so machst, das ist ja ganz schön doof. Und ja, mal gucken, ob das Ganze gut geht oder auch nicht. Wir werden sehen. Für den Moment, wie gesagt, suchen wir uns erst einmal, oder wir versuchen uns irgendwo Zutritt zu verschaffen. Wir versuchen ganz kurz mal die Katze vom Tisch zu jagen und versuchen jetzt wieder so ein ganz klein bisschen zu spielen. Okay, funktioniert alles, super. So, was passiert denn, wenn ich hier ein bisschen Britzel-Britzel mache? Das findet ihr doch meistens nicht so lustig, oder? Können wir zumindest vorstellen. Ja, ja, das sieht irgendwie so aus, als mögen die Britzel-Britzel nicht, was ich vollkommen in Ordnung finde. Und so könnten wir dann theoretisch auch weitermachen. Uiuiuiui, ja, da habe ich doch deine Rakete gesehen und da fand ich deine Rakete doch irgendwie nicht lustig. Aber du hast trotzdem gesagt, ja, ja, ich tue jetzt was dagegen. Du bist ein Feind. Mhm. Sie sah, der Feind sah sehr nach Liara aus, deswegen war ich mir da jetzt nicht 100% sicher, aber passt schon. Okay. Mal so ein ganz kleiner Einwurf nebenbei, weil ihr wisst ja, ab und zu mache ich mir durchaus mal Gedanken, so was meine Projekte und so weiter angeht. Und natürlich auch, was Mass Effect 2 angeht. Ich bin jetzt mittlerweile an so einem Punkt angelangt, oder wir sind mittlerweile an so einem Punkt angelangt. Ich glaube, das ist Part 45 oder so, wo wir jetzt sind. Das ist eine Hausnummer. Nicht unbedingt eine Hausnummer an Parts anzahlen, wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führt. Aber tatsächlich, was die reine Länge des Let's Plays angeht. Denn immerhin besteht, oder bestehen ziemlich viele Mass Effect 2 Parts mittlerweile aus einer halben Stunde und noch mehr Videomaterial. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind noch nicht so weit, wie ich ursprünglich gedacht hätte, dass wir weit wären. Also irgendwie, ich hatte gedacht, dass wir mehr Fortschritt kreieren würden, so unterm Strich. Im Endeffekt verlieren wir uns aber wieder in den gar zahlreichen Missionen, die es hier in Mass Effect 2 eben zu erledigen gibt. Und das sind viele. Viele Nebenquest-Sachen, viele Sachen, die man machen sollte, um das bestmögliche Ende zu erreichen. Worum es mir ja so ein ganz klein bisschen geht, weshalb ich den ganzen, also ganz viele Sachen einfach auf mich nehme und so. Weil ich mir halt so denke, wenn schon, denn schon. Wenn du das schon spielst und vorstellst, dann kannst du wenigstens auch für dich und deine Zuschauer das bestmöglichste ja, Spielgefühl, Spielerlebnis oder so kreieren. Und ich versuche halt mal wirklich mein Bestes, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere von euch sich auch mal so langsam aber sicher denkt, können die nicht langsam mal zu Potte kommen? Es ist ähnlich so wie bei Mass Effect 1, wo ich glaube Nixon mir damals auch geschrieben hatte, dass er irgendwann froh war, dass ich mich zum Schluss dann auf die Hauptquest konzentriert habe, weil das dann einfach ungemein spannend war. Und dann kam so richtig die Action quasi gesehen zum Vorschein und dann hat das Ganze nochmal ein bisschen mehr Spaß zum Zuschauen gemacht. Die reinen Nebenquests schwanken halt teilweise zwischen annehmbar und lass mich in Ruhe damit. So oder so ähnlich. Wobei ich glaube, allein was das angeht, in Mass Effect 2 haben wir, glaube ich, schon einen qualitativen Fortschritt, was die Nebenquest-Missionen angeht, weil die sind unterm Strich doch irgendwie über weite Strecken, oder zumindest empfinde ich das so, besser gemacht als noch in Mass Effect 1. Zumal wir uns hier in diesem Spiel auch vieles sparen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass wir... nicht irgendwelche... Entschuldigung, wer war das jetzt? War das Thane? Ich glaube, das war Thane. Der sich da so... Ja. Der sich da so klug an diesen Blitzgenerator gestellt hat. Mensch, das war ja tatsächlich eine absolute Meisterleistung. So, nee. Was fällt denn hier weg in Mass Effect 2? Es fällt sowas weg wie Reise zu Planet XY Delta und erkunde den erst einmal mit deinem Marco und dann guck mal, ob du überhaupt irgendetwas Interessantes auf diesem Planeten findest. Wenn ja, dann schön. Wenn nein, dann
sammle irgendwie ein, zwei Artefakte ein und dann verziehe ich wieder. Also es ist, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl zumindest, dass man hier in Mass Effect 2 in der Beziehung zumindest besser zu Potte kommt. Und es werden zwar auch mehr Dialoge kreiert, ja, es ist also unglaublich, wie viel es hier in diesem Spiel... ist unglaublich, wie viel es hier in diesem Spiel zum Labern gibt und so, aber das gehört halt einfach mit dazu und im Endeffekt macht es ja auch Spaß, so wie es ist. Sollte es zumindest, wenn man einigermaßen etwas mit dieser Art von Spiel anfangen kann. So, wir haben jetzt jede Menge Schalter gedrückt. Kann es unter Umständen sein, dass wir so langsam aber sicher tatsächlich in das Innere des Schiffes vordringen können? Oder lassen sie uns jetzt immer noch ein ganz klein bisschen... Nicht mal ein Geländer. Die Männer vom Broker patrouillieren sicher gern auf der Hülle. Ja, das stimmt. Also, beneidenswert, wer hier arbeiten darf. Gut, okay, oh. Okay, und da wollen wir jetzt also rein, ja? Irgendwie gehe ich aber fast davon aus, dass es nicht gar so einfach ist. Sesam, öffne dich. Moment, ich habe ein Schandprogramm zum Umgehen, damit knacke ich das. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, Shepard. Ich bin noch nie in die Basis des Shadow Broker eingebrochen. Zumindest nicht in diese. Luke verteidigen. Okay. Ich gehe jetzt schwer davon aus, dass wir irgendwie gleich ein paar Probleme haben werden. Die werden jetzt vermutlich von beiden Seiten. Die werden jetzt vermutlich von beiden Seiten angreifen. Von etlichen Seiten. Von irgendwelchen Seiten, die keinen Spaß machen. So, Britzel, Britzel, Britzel. Tralalalala. Britzel, 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 tralalalala. So, okay. Halt, nein, was machst du? Commander Hering Shepard, stell dich irgendwie hier hinten hin. Es dauert bestimmt nicht mehr lange. Wissen Sie noch, früher hat man einfach auf alles Universalgel geschmiert. Dieses Sicherheitsupgrade hat viele Leute unglücklich gemacht. Aha, Universalgel, ganz toll. Die guten alten Zeiten, wir lieben sie. So, mehr Britzel, Britzel. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ups, irgendwelche Dinge, die hier durch die Gegend fliegen. Ich bin ein wenig irritiert. So, ich schieße einfach nochmal da drauf. In der Hoffnung, dass meine Feinde jetzt tatsächlich Britzel-Britzel machen. Noch mehr Britzel-Britzel. Raketendrohnen, Schiffsbug. Raketendrohnen, Schiffsbug, was, wie? Oh, tatsächlich. Das war ja fast schon eine Angabe, mit der ich etwas anfangen konnte, Liara. Oh mein Gott. Willst du nicht doch irgendwie wieder zu meinem Team gehören? Eventuell. Aber... Na gut, sie ist eine vielbeschäftigte Asari mittlerweile geworden. Sie kann sich doch nicht mehr mit der Rettung des Universums abgeben, quasi. Wäre ja doch irgendwie ein bisschen... Es wäre effektiver, wenn sie alle gleichzeitig angreifen würden. Bitte geben Sie den Söldnern keine Tipps. Bitte geben Sie den Söldnern keine Tipps. Ja, es wäre sehr viel effektiver. Also echt mal, Leute, Auszeit. Ihr macht das irgendwie falsch. Könnt ihr nicht irgendwie einfach von allen Seiten angreifen, damit wir mehr Spaß haben? Ja, irgendwie... Gut. Zum Glück arbeitet sie auf unserer Seite. Also Lehrer meine ich. Und nicht auf irgendwelchen anderen Seiten. Blups. Britzel, Britzel. Britzel, Britzel. Noch irgendjemand? Du da vielleicht? Du wolltest Probleme verursachen, ich hab's genau gesehen. Von der anderen Seite jetzt nochmal, oder nicht, oder doch? Man muss ihm nur taktische Unterstützung geben. Dafür müssen wir uns drinnen um weniger kümmern. Träumen Sie weiter, Tosoni. Na gut, man kann davon ausgehen, dass irgendwann die reine Manpower hier mal gewissermaßen dezimiert sein sollte. Also, je mehr wir hier kaputt machen, desto weniger Probleme sollten wir eigentlich da drin haben. Ich kann den Gedanken von Liara schon irgendwie nachvollziehen. So, hier, dich kaputt machen. Raketendrohnen, Raketendrohnen. Macht alles keinen Spaß. Ich kann hier nirgendwo vernünftig laufen. Verstecken. So. Zane nimmt das alles. Ups. Okay, Luke ist offen. Nix wie rein da.
Fang nimmt das alles so ein bisschen stoisch hin, wollte ich bemerken. Aber okay, in dieser Mission ist er mehr so der Statist. Macht ihm, glaube ich, nichts aus. Hauptsache, er hat einen Job. Und eine coole Maske. Gut. Außenhülle des Shadow Broker Schiffes damit hinter uns gelassen. Und jetzt können wir im Inneren des Schiffes ein wenig aufräumen. Hurra! Ja. Scheint irgendwie auch ein DLC zu sein, der mehr so auf höherstufige Commander Shepards zugeschnitten ist. Aber kann man auch verstehen, denn ich glaube... Nee, das war nicht der letzte DLC, der erschienen ist. Aber es war ein größerer für Mass Effect 2. Der letzte ist noch was anderes. Werden wir dann natürlich auch bei Zeit machen. Sogar noch vor Spielende quasi. Was bist du denn für einer? Hab ich doch gesagt. Ja, er wird ein paar Wachen haben. Stellung halten, jeden Preis. Mal gucken. Wäre cool, wenn ich irgendwie dort weiter hinten hinkäme. Wäre natürlich auch cool, wenn ich einfach an der Stelle mein Präzisionsgewehr wieder auspacken würde, um dann Feinde wie diese dort auf ganz einfache Art und Weise aus der Distanz auszuschalten. So. Hat funktioniert. Hat funktioniert, würde ich sagen. So. Diese komischen blauen Kugeln, die sind, glaube ich, von Liara. Irgend so eine biotische Dingsterbumster-Technik, die ganz böse Aua macht und so. Halleluja. Ups. Entschuldigung. Entschuldigung. Du hast mich erschreckt. Irgendwie. So ein ganz klein bisschen. Da hat sich ein Cerberus-Agent, wollte ich sagen, ein Shadowbroker-Agent in meine Netzhaut eingebrannt. Das ist zum Glück kein dauerhafter Zustand. Würde ungern ewig und für 3 Tage quasi gesehen so herumlaufen müssen. Oh Mann! Können die jetzt mal aufhören mit ihren scheiß Blendgranaten? Das muss doch nicht sein! Buff, buff, buff. So. Dingsterbumster weg. Und noch mehr Feinde ausgeschaltet. Achso, du bist der Lehrer. Erschrick mich doch nicht so. Hier lang? Oder da lang? Was ist das hier für ein Weg? Was ist das hier für ein großer... Energiefluss in diesen Kabeln an. Der Broker hat sein Informationsnetzwerk über das gesamte Schiff verteilt. Das Ding muss unglaublich viel Energie... Aha. Okay. Unglaublich viel Energie. Na gut, es hatte jede Menge Sonnenkollektoren oder so auf seinem Schiff Dingensbummens. Eventuell speist es sich ja so. Durch total ökologische Energie. Es gibt ja auch nur den einen Weg. Mal ganz ehrlich. Alle Wege führen nach Rom. Oder alle Wege führen zum Zellentrakt. Finde ich ein bisschen seltsam, aber na gut. Wäre es nicht irgendwie praktischer, wenn alle Wege einfach zu einer Schiffstoilette führen würden oder so? Also, es wäre doch zumindest der Ort, die Örtlichkeit, die man am ehesten noch aufsuchen würde oder müsste oder so. Also, zumindest sehe ich das so. Was zum Teufel? Boah, ist ja gut, Kollegen. So, wir eine scheiß Granate. Halt! Müssten da nicht eigentlich meine Kollegen stehen? Warum stehst du da? Du kannst da eigentlich nicht stehen. Ich dachte, wären Liara und Zane. Die hatten sich schon wieder vom Acker gemacht. Auf nichts kann man sich verlassen. Was ist das? Tür untersuchen. Nix untersuchen. Tür zu. Farron? Zellentrakt gefunden. Terminal, Zugriff, Medizinkit. Was, wie, wo? Ich bin verwirrt. Wo ist das? Hier ist ein Medizinkit. Okay. Terminal. Ah, 4500 Credits. Okay, cool. Und nu? Achso. Wir müssen dort rein. Farron, wir sind gleich da. Keine Sorge. Oh, du Freund von... Liara? Moment. Will ich dich überhaupt retten? Naja. Er scheint auch ein Drell zu sein, so hieß es zumindest, ne? Deswegen kann er eigentlich nur cool sein.
Farron. Liara. Halt durch. Wir holen dich hier raus. Nein. Farron. Ich würde nicht nochmal an den Computer gehen. Es kam mir gleich zu einfach vor. Dieser Stuhl ist an das Infonetzwerk des Brokers angeschlossen. Sie müssen erst die Energie abdrehen. Wenn Sie mich jetzt rausziehen, kocht mein Gehirn. Weißt du, wo wir die Energie abschalten können? Das wird nicht einfach. Sie müssen zur Operationszentrale. Wozu soll dieser Käfig gut sein? Ich glaube nicht. Das ist ein neuraler Erdungsstab. Die medizinischen Geräte sollen nur dafür sorgen, dass er nicht stirbt. Wir müssen das alles hier beenden. Woher hatte der Broker die Söldner? Er hat eine Privatarmee aufgestellt. Sie sind absolut leer. Irgendwie tut mir der Kerl leid. Wirklich keine Zeit. Shepard, wir haben wirklich keine Zeit. Aber es ist gerade so lustig. Was wissen Sie über den Broker? Er hat mir das angetan. Ich hatte gehofft, Sie wüssten, was er ist. Ich habe ihn nie deutlich gesehen. Aber er ist groß. Die Wachen haben Angst vor ihm. Ein Kroganer? Ich weiß nicht. Aber nicht jeder, der sein Büro betritt, kommt auch wieder raus. Ein Kroganer soll Shadow Broker sein? Na, ich weiß nicht. Wenn er sie hat leben lassen, damit wir sie finden, hat der Broker keine Ahnung, wie gefährlich wir sind. Unterschätzen Sie ihn nicht. Er ist auf alles vorbereitet. Die Operationszentrale ist am Ende der Halle. Sie wissen, dass der Shadow Broker auf Sie wartet, oder? Ich zähle fest darauf. Wir kommen dich holen, Farron. Ich gehe nirgendwo hin. Alle Teams zum Außenposten C. Außenposten C? Oh, Außenposten C. Hilfe! Hallo Leute, nichts für ungut, aber wir müssen das Ganze jetzt mal ein bisschen anders angehen. Der hat schon wieder eine scheiß Granate geworfen. Ja, scheiß Granate. Ach Mann, ist doch gut, ist doch voll in Ordnung. So, hier, Zickzacke, Hühnerkacke und einem noch eine Pirouette durch Leeras Fähigkeit drehen. So, andere Waffe eventuell. So, Sturmgewehr. Ratter, 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 ratter. Okay, so. Erledigt. Oh, da hinten noch mehr. Gut. Um Farron zu befreien, müssen wir uns also um den Shadow Broker kümmern. Nein, welch wundersame Wendung der Ereignisse. Damit konnten wir zum Glück überhaupt nicht rechnen. Shadow Broker, wo bist du? 1, 2, 3, 4, Eckstein. Der Shadow Broker muss versteckt sein. Schon wieder Scheißgranaten. Badum, badum, badum. Ich mag keine Granaten. Ich mag auch keine Leute, die hier rumstehen und Terminals mit Credits haben. Nein, eigentlich mag ich die. Tür öffnen. Sieht alles so final aus. Mit diesen langen Gängen und diesen Türen und dieser Zwischensequenz. Bombardierung auf Ilium war nicht gerade subtil. Extrem, aber notwendig. Nein, war es nicht. Und Farrons zweijährige Haft auch nicht. Dr. Tessoni, Ihre Einmischung hat das alles verschuldet. Farron hat mich hintergangen, als er Ihnen Shepards Leiche übergab. Der Drell bezahlt ganz einfach den Preis dafür. Eine Basis dieser Größe ohne Crew zu betreiben, dürfte nicht einfach werden. Sie sind alle ersetzbar. Ihre Ankunft ist lediglich eine Unterbrechung. Jemand muss Sie für Ihre Zusammenarbeit mit den Kollektoren bestrafen. Es war eine Partnerschaft zu beiderseitigem Vorteil. Ihre Ankunft passt gut. Das Angebot der Kollektoren steht noch. Genug geredet. Meine Operationen sind zu wichtig, um von einem Verräter gefährdet zu werden. Für jemanden, der kein Rückzugsgebiet mehr hat, sind Sie ganz schön selbstbewusst.
Sie reisen mit faszinierenden Gefährten, Doktor. Einen Attentäter mitzubringen war klug, Tesoni. Ich werde Mr. Krios Sohn mein Beileid mitteilen. Sie legen an niemanden mehr Hand an. Es ist sinnlos, mich herauszufordern, Asari. Ich kenne alle Ihre Geheimnisse, während Sie in Trüben fischen. Ach ja? Sie sind ein Yak, eine Spezies ohne Raumfahrt, die auf ihrer Heimatwelt unter Quarantäne gestellt wurde, weil sie die ersten Kontaktteams des Rats massakriert hat. Diese Basis ist älter als die Entdeckung ihres Planeten. Vermutlich haben sie den ursprünglichen Shadow Broker vor 60 Jahren getötet und seinen Platz eingenommen. Ich nehme an, ein Trophäenjäger hat sie von ihrem Planeten geholt, weil er einen Sklaven wollte. Oder ein Haustier. Na, wie war das? Er ist groß, er ist monströs und er hat eine große Knarre. Ich mag ihn nicht. Okay, der Shadow Broker. Ich wollte immer mal meinen dämlichen Flammenwerfer durch... Ihr wisst schon was austauschen. Durch einen Raketenwerfer. Na gut, okay, machen wir mal anders. Was haben wir denn, was haben wir denn? Brandmunition, oh yeah. Was? Wollte gerade sagen, wo ist er hin? Moment. Ja, ja, so funktioniert es ja nicht, ne? So, zack, 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 und... Wir haben ziemlich viel eingesteckt, aber wir haben auch ziemlich gut ausgeteilt. War das gut? Was zum Teufel ist jetzt los? Der Schild ist kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die harte Tour. Auf die harte Tour? Drücken Sie für den Nahkampf B. Okay, Nahkampf. Au. Hätte mich auch gewundert, ob das, also, dass das eine gute Idee ist, aber... Da sind Sie. So. Wir laden kurz nach. Lass mich raten, wir müssen... Nee, bringt das was, sein Schild da kaputt zu machen? Oder nicht? Oder doch? Hm. In jedem Falle wäre das doch eine Maßnahme, oder? Wir schießen erstmal seine ganze Panzerung weg. Und dann... Kloppen wir ihn zu Brei. Der soll seinen dämlichen Schild wegmachen. Lyra, warum kommst du immer angelaufen, wenn ich gerade in Schwierigkeiten stecke? Wenn sie ihn dazu bringen, den Schild wieder hochzufahren, habe ich eine Idee. Okay, kriegen wir hin. Wlups. Und wieder verstecken. Und wieder da. Und nein. Und doch. Und überhaupt. Und sowieso. Buff, 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 buff. Buff, 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 buff. Irgendwie mag ich die Brandmunition. Scheint zumindest relativ... viel Schaden bei ihm zu verursachen, auch wenn ich jetzt natürlich keine Munition mehr habe. Sturmgewehr. Bitte doch. Ratter, 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 ratter. Ja, 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 ja. Und drücken Sie für den Nahkampf. B, 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 B. Und zicke, zacke. Voll auf die Plauze. Und es hat Puff gemacht. Ich hatte den Kampf übrigens schwerer in Erinnerung. Hier ist Agent Murat. Wir hatten einen plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen. Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Thank you.
Verhältnis unter Kontrolle. Wir haben eine Energiefluktuation während eines Hardware-Upgrades. Die Kommunikation wurde kurzzeitig unterbrochen. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Solartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Bei der Göttin der Ozeane. Du. Du. Wie? Nun. Jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Du, der neue Shadow Broker. Es wäre schön, Zugriff auf vertrauenswürdige Informationen zu haben, Broker. Ich bin nicht sicher, ob ich dafür bereit bin, dass Sie mich so nennen. Ich bin bei der ganzen Sache nicht sicher. Aber ich musste es tun. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen... Überprüf dann mal die Energieversorgung. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Sie haben sich 2 Jahre lang nicht geschont. Sie haben eine Pause verdient. Ja, das habe ich wohl. Wir sollten jetzt über unsere Optionen nachdenken. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Über welche Art von Informationen reden wir hier? Ich bin nicht sicher. Ich muss seine Dateien durchgehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich sicher etwas Nützliches für Sie. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadow Broker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Danke, Liara. Geben Sie Bescheid, wenn Sie was haben. Das werde ich. Und Sie können jederzeit vorbeikommen. Ich habe das Gefühl, der Shadow Broker hatte nicht viele Besucher. Danke, Shepard. Für alles. Jo, kein Ding. War jetzt wenig herzlich, oder? Ja, irgendwie habe ich das Ganze so ein ganz klein bisschen zwischen den beiden vermasselt. Seien wir ganz ehrlich. Aber na gut, ja. Ist dann in dem Moment so. Shepard hat den Shadow Broker besiegt. Eine Information über die geplante Vernichtung von Cerberus wird bekannt, als Liara Tissoni übernimmt. Die Beziehung der Asari zu Shepard muss sorgfältig beobachtet werden. Ui, ui, ui. Gut. Ja, schön. Liara ist jetzt also der neue Shadow Broker. Im Universum geht es jetzt eventuell ein ganz klein bisschen anders zu... Oder auch nicht, je nachdem. Sie hat jedenfalls jetzt sehr viel Macht, denn sie hat Informationen. Und Informationen sind Macht. Und dementsprechend könnte uns das Ganze noch ein ganz klein wenig helfen. Eventuell. Oder so. Gut. Shepard, es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ein paar Terminals mit Informationen eingerichtet, die Sie bestimmt interessieren. Sehen Sie sich's mal an. Okay. Willkommen zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Jo, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Und eben ein paar Terminals uns angucken und Investitionsmöglichkeiten. Irgendwelche Sachen hier machen, irgendwelche total tollen Sachen und so. Auch wenn ich jetzt gerade nicht so wirklich weiß, was. Aber das ist ja nicht sonderlich schlimm.
Denn das können wir uns ja immerhin auch beim nächsten Mal noch angucken, wenn es weitergeht mit Mass Effect 2. Vielleicht sollten wir diese ganze Informationsflut, die wir jetzt haben, erstmal verdauen. Auch erstmal verdauen, dass Liara der Shadow Broker nun ist und ja, ob sich das Ganze noch als nützlich erweisen wird oder nicht. Wie gesagt, das werden wir beim nächsten und bei den kommenden Malen dann noch feststellen. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich war der Herring Ray, das war Mass Effect 2. Ich sag dann einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.